Mist. Keiner mitbekommen. Das war Pyro. Pyrotechnik und so. Warum mache ich dem keinen Schaden? Lacht schon wieder einer so komisch. Als ob uns hier aber jetzt noch niemand mitbekommen hat, als dass die Scharfschützen jetzt nicht langsam aufmerksam geworden sind. Das verstehe ich nicht. Auf der Fußgängerbrücke. Puh. Hä? Guckt mal, der ist auch im Boden. Die cheaten alle. Das wäre erledigt. Ja, offensichtlich. Gut gemacht. Ein Problem bleibt. Und zwar? Arasakas Netrana. Sie hat sie gut. War alle Netzwerke. Du musst sie erledigen. Das kann die Macht nicht übernehmen. Sie versteckt sich in einem unfertigen Wohnhaus in jedes zweite Haus. Okay, bin unterwegs. Wieso treffe ich das Ding nicht? Breach Code. Das kann man ja gar nicht so richtig. Also die oberen beiden kann man kombinieren, aber der untere. 1, 2, 3, 4. Und wir könnten den oberen dann hinten noch dranhängen, was hinkriegen. 1C, 1C, 1CBD. 1C55. Warte, 1C. 1C, 1CBD. So.
ist trotz Version 2.0 immer noch einiges verbuggt. Also das mit den Gegnern im Boden hatte ich halt jetzt schon zweimal. Das ist ein bisschen seltsam. Ich dachte nämlich, der ist irgendwie weg. Und dann habe ich gesehen, dass sein Kopf aus dem Boden guckt. Kriege ich jetzt hier nochmal Munition und so? Traurige Musik. Ach, Johnny. Scheiße. Nicht gut. Wow, jetzt. Ungünstigster Zeitpunkt, Johnny, wirklich. Jetzt wie? Ich habe Ihre Aufmerksamkeit. Ich rausziehen. Du bist schon zu lange online. Zeit für eine Pause. Natürlich bist du hier. Er glitscht. Der heilt sich. Wo ist der? Er ist einfach wieder auf 100%. Ich höre ihn, aber... Was heilt der Idiot sich die ganze Zeit? Wie kriege ich den denn aber wieder aus diesem Modus raus?
So. Wieder in diesem Kack-Mode, ne? Und heilt sich, oder? TF, steh auf! Dafür bezahlst du! Wo ist er? Der Idiot heilt sich wieder. Ich hasse es. Container. Oder ist er tot? Er atmet. Noch. Bitte weh. Lass Gnade walten. Jetzt sollte uns nichts mehr im Weg stehen. Na los, weiter. Du und dein scheißkrankes Ehrgefühl. Steht doch gleich wieder auf. Heute ist dein Glückstag. Danke deinem alten Kumpel Goro. Es ist an mir, dir zu danken,
Nee. Okay, sehr gut. Online und im System. Hanako ist drin. Was macht sie? Glaub, sie ruft irgendwen an. Versucht zuzuhören. Denk dran, den Alarm auszuschalten. Sonst komme ich nicht rein. パレードを中止すれば弱さを露呈したと思われる弱さ誰のあなたの俺たちだ私が参加したのはあくまでもお父様を追悼するため操り人形になるためじゃないわこの見せ物では、みんなに役割がある道子は文句を言ってないぞだが、お前が言うなら中止してもいい全部やめだ お前の安全が第一だからな。兄さん、やり終えましょう。ありがとう、花子。せっかくの式典だ。やり終えなければ悔いが残る。Goro, alle Systeme down. Jetzt oder nie. 父様。 花子様、あなたはお許しをどうか話だけでもお聞きください。サブロー様は死ぬことを口にしない。これが俺にできる最後のご奉仕なのです。サブロー様の死について真実を明かすことは花子様無礼を働きたくありません。しかしビーラウ、シャイス、シャイス、シャイス、er hat sie abgeknallt. Was immer passiert ist, wir sind gefickt. Ich wusste, der Verrät uns. Wie war das noch mit der kurzen Leine? Wir abhauen und zwar fällt nicht auf. Ich glaube, hier kommen noch ein paar Gegner, oder? Oder auch nicht? Wie? Bist du in Sicherheit? Ja. Vorerst. Weiß nicht. Hast du den Verstand verloren? Keine Zeit für Erklärungen. Wir müssen uns treffen. Wo bist du? In einem verlassenen Wohnblock. In der Vine Street. Zweiter Stock. Apartment 303. Klopfe viermal. Schnell. Okay. Wartet mal. Aber dann ist das jetzt, glaube ich, die letzte Takemura-Mission, oder? Ja. Wir machen jetzt die letzte Takemura-Mission. Dann haben wir nur noch die Voodoo Boys. Nicht so, Chaos. Wir gehen gleich live. Wir gehen gleich live? Ich bin schon live. Gut aus, Bruder. Was ist denn das für ein Lippenstift? Verschmiert das nicht normalerweise, wenn man versucht, das zweifarbig zu machen? Naja, du kannst ja die Stelle, wo du eine andere Farbe haben willst, freilassen. Also wenn das in dem Tempo weitergeht, schließen wir, glaube ich, morgen die Story ab. Ja.
Das Ding ist halt, diese Quest mit den Voodoo Boys. Da müssen wir aktuell warten, bis die sich melden. Das heißt, es zieht sich noch ein bisschen. Na gut, dann können wir das jetzt auch laufen, das letzte Stück. Ja, ich will... Und ich denke mal, ich werde dann nächsten Sonntag, also falls wir morgen die Story beenden, werde ich, glaube ich, nächsten Sonntag trotzdem nochmal Cyberpunk spielen. Und vielleicht noch ein bisschen Autorennen fahren und so. Weil ich weiß noch nicht, was ich nach Cyberpunk spiele im Stream. Ich brauche noch ein bisschen Bedenkzeit. Und mit meinem Streamplan, der dann um 6 online geht, kündige ich für kommende Woche, also für Montag und Sonntag, ja auch noch mal Cyberpunk an. Also ich würde sagen, wir machen Montag und Sonntag noch Cyberpunk und dann muss ich mir echt Gedanken machen, was wir nach Cyberpunk spielen. Wie? Nee. Heute ist dein Glückstag. Zumindest, wenn du Pacificas Lockruf hörst und dich ihm ganz hingeben willst. Hast du was für mich? Naja, wie gesagt, die haben kein Interesse an dem, was du ihnen andrehen willst. Aber sie haben ein anderes Problem. Also habe ich dich vorgeschlagen. Erledige das vernünftig und du kannst Brigitte sprechen. Also, was ist das für ein Job? Wieso bist du neuerdings so wählerisch? Die Kontaktperson wird dir alles erklären. Ich habe nichts aus dem Typen rausgekriegt. Hatte den Eindruck, ich muss für jedes Wort von ihm zahlen. Okay, mit wem rede ich und wie? Geh zur Kapelle auf der Sloan. Zum Altar. Irgendjemand wird dich anfassen. Nicken. Irgendwas Seltsames. Verstanden. Danke. Ich stell mir das trotzdem schmierig vor. Kannst du das vielleicht mal testen für die Wissenschaft? Na, was problematisch wird, ist dann, wenn du zum Beispiel was isst und dann so die Lippen aneinander reibst, so von links nach rechts, dann verschmiert es natürlich. Du darfst dann eigentlich mit so einem zweifarbigen Lippenstift nichts machen. Ist voll okay. Ja, ich weiß nicht. Also falls jemand von euch auch Spielvorschläge hat, die jetzt nicht nur 2 Stunden gehen oder so, gerne auch irgendwie Bescheid sagen. Weil ich bin mir unschlüssig, was wir als nächstes spielen. Ist ja nicht so, dass ich keine Spiele hätte, aber ja. Wolltest du das Spiel eigentlich auf 100% machen? Nee. Also wenn ich mir angucke, was ich dann jetzt hier noch alles machen könnte, müsste... Das sind jetzt gerade nur die Nebenmissions, Ausrufezeichen. Du hast ja noch Aufträge und Cyberpsychos. Nee. Ich glaube, da verliere ich irgendwann die Muse, tatsächlich. Also ich denke nicht, dass ich es auf 100% mache. Vielleicht holen wir uns noch alle Tarotkarten. Das finde ich eigentlich noch ganz cool. Die können wir noch im Stream mitsammeln. Ja, vielleicht gucken wir uns auch mal ein Cyberpsycho im Stream an, weil... Den Bosskampf, den ich gerade hatte, so ungefähr sind die Cyberpsychos. Also das sind halt wirklich Bosse, die du legen musst. Vielleicht gucken wir uns mal noch 1, 2 Cyberpsychos an. Ja, ich denke, Montag und Sonntag, die Streams kriegen wir auf jeden Fall noch gut gefüllt. Wie viele Stunden sind wir jetzt? Das Ding ist halt, hier werden, glaube ich, die Cutscenes nicht mitgezählt. Also laut dem sind wir bei knapp vor 25 Stunden. Aber wo ich ja am Dienstag geguckt hatte, war ich bei genau 25 Stunden. Und jetzt spielen wir schon wieder 2 Stunden. Also eigentlich 27. Entweder Cutscenes zählt ja nicht mit oder halt so Menüzeit und so. Also ja, irgendwas zwischen 25 und 27 Stunden haben wir jetzt. Auf jeden Fall schon mehr, als wir in Watch Dogs hatten.
meine, also ich bin mir unschlüssig. Ich mag das Spiel super gerne. Ich habe richtig viel Spaß an diesem Spiel. Das Kämpfen macht mir hier auch Spaß, auch wenn ich immer am Mimimin bin. Ja, mal gucken, wie lange wir noch Cyberpunk spielen. Ich überlege mir das, wie viel Lust ich da noch so auf Nebensachen habe und so. Hättet ihr denn noch Lust auf ein bisschen Cyberpunk oder nervt euch das Spiel schon? Ach hier, 303. Man kann hier hintergehen, nicht mal Loot kriegt man hier. Braucht jemand eine neue Kloschüssel? Klobrille? So, wir müssen viermal klopfen. Okay, komm rein, schnell! Ich dachte, sie hätten dich erwischt. Sagst du mir jetzt bitte, was zur Hölle du dir dabei gedacht hast? Hab sie betäubt. Sie wollte ihren Tracker aktivieren. Ich hatte keine Wahl. Ich habe ihr Tee angeboten. Wow, danke. Du entführst Hanako Arasaka und lädst sie auf ein verficktes Teekränzchen ein? Ja, sie hat freundlich abgelehnt. Sag ihr die Wahrheit über Yorinobu. Ohne Beschönigung. Und sag klar, was du willst. Vielleicht hört sie auf dich. Johnny, jetzt nicht. Hanako-sama, Kanojo wa Rei no Jinbutsu desu. Douka Hanashi wo kiite agete kudasai. Ja, die Waschmaschine läuft. Wir könnten auch einen Stream machen, wo ich das hier alles vorlese. Aber so ein bisschen Marmeladen-Oma-Stream und ich lese das Zeug vor. Die ganze Splitter. Wäre auch eine Idee. Damit der arme Mensch nicht umsonst übersetzt hat oder Texte geschrieben hat.